vor einer schön verputzten Fassade, die nun die ein oder andere Deko-Applikation birgt, darf ich nun mal wieder die Hand erheben. Nicht zum Schlage, sondern zum Gruße, liebste Leute, denn weiter geht es jetzt hier in Folge 226 mit dem Gebäude hier hinter uns, denn das wird gleich noch feierlich getauft und das ein oder andere Möbelstück soll noch darin Platz finden und dann wollen wir den Schwung zur Seite machen, denn dort muss noch ein Gebäude entstehen und dahinter und hier und überall. Wir werden also mal hier und dort und an allen Ecken und Enden ein wenig weiter schrauben, aber dazu will ich jetzt erstmal noch ein Brot essen und ham nam nam sagen, denn jetzt sag ich nicht mehr viel, außer los geht's auf Tomorrowland! がそっと濡れた頬を拭えば辛い過去もきっと吹き飛ばしていく I just keep dreaming tired 話を聞かせて鈍い呼吸が覚めた目泣いた後みたいな Wohlgesättigt sind wir jetzt nämlich, aber ich sehe, dass wir nur noch ein Brot hier in der Tasche haben. Das ist nicht so gut. Wir müssen also für ein wenig mehr Nachschub sorgen. Kommt aber noch. Kommt alles, versprochen. Jetzt will ich aber auf alle Fälle hier endlich einen Schlussstrich ziehen mit dem Restaurantbau. Dazu werde ich jetzt nochmal hier ein paar Lampen platzieren. Vielleicht hat eine hätte die auch gereicht, ne? Hier mal diese beiden Türlampen. Eine reicht hier. So. Da habe ich ja schon gesagt, es gefällt mir nicht ganz so, aber ist nun mal jetzt auf diesem Niveau geblieben. Wir wollten sie als Dining-Bereich kennzeichnen, das haben wir geschafft. Und jetzt verdecken die Stühle so ein bisschen natürlich. Jetzt ist, ja, egal, das lassen wir erstmal so. Die Küche ist hier. Auch nicht wirklich sehr hübsch, aber zweckmäßig gut so, das geht. Können wir vielleicht auch nochmal davon absehen, dass wir, ja, ich glaube, ja, Shido, nee, komm, die Diskussion hatten wir schon immer mit meiner Heimat und Herkunft, ja, ist okay, komm. Ah, ich muss hier weg. Ich kann sonst nicht mein Inventar durchforsten. Moment, jetzt habe ich's da. Jetzt reiße ich noch das Geschirr weg. Wird immer besser hier. Na, ja, komm, jetzt mache ich alles kaputt. Wir haben es geschafft. Ich zerstöre alles. Nein, Spaß beiseite, wir wollen jetzt das hier nochmal bestücken. Machen vielleicht doch lieber aus der Sicht. Unser köstlicher Japaner. Das ist ein richtig japanisches Feinschmecker-Restaurant. Kann man das... Hä? Kann ich die Lampen nicht hier oben anbringen? Da. Gleich hätte ich jetzt hier auch gerne gemacht, aber das ist der Tölpel. So. Ist das auch erstmal prinzipiell ganz gut eingerichtet. Hier wäre eigentlich ganz cool, so einen Counter zu haben. Der ist leider zu groß, den wir jetzt haben. Deshalb, ich muss hier dann doch die Lampe wegmachen. Und die hier oben irgendwie, oder doch dann hier hinpacken. Also hier ist dann die Kasse und alles. Jetzt machen wir unseren Todesschlag hier mitten im Restaurant. In der Hoffnung, dass wir nichts kaputt machen. Ne, sehr gut. Hier könnte man auch noch irgendwie Kisten oder sowas platzieren. Oder dergleichen. Achso, ich wollte hier nochmal ganz kurz sehen machen.
Das kommt dahin und stattdessen... Ah, jetzt reiße ich die Wände auseinander hier. So. Ich krieg's leider nicht abgerissen. Was ist mit dieser Tür? Verdammte Scheiße, das kann doch nicht wahr sein. Dass ich die nicht abgebaut krieg. Er baut alles andere ab. Nur die Tür nicht. So, jetzt aber. Es kann auch eigentlich offen bleiben, ne? Ja. Lass das erstmal offen. Jawohl. Also, ich wollte draußen noch Lampions auf jeden Fall in der Hausfassade, glaube ich, noch ein oder zwei anbringen. Hier irgendwie. Oben vielleicht auch noch. Aber das können wir gleich machen. Dach brauchen wir jetzt gerade nicht. Besteck brauchen wir nicht. Geschirr brauchen wir alles nicht. Ich habe ja oben auch noch eine Werkbank, ne? So. Da gehe ich jetzt mal ran. Und hole mir ein wenig Interieur. Dazu gehe ich mal von ganz oben leicht nach unten. Wir scrollen mal ein bisschen. Und gucken, was wir denn vielleicht noch alles reinpacken können. Ob wir vielleicht noch irgendwas freischalten. Ein Kamin wäre auch mal ganz schick, oder? Haben wir noch nicht gemacht. Ob der hinpasst, weiß ich auch nicht. Wir versuchen es einfach mal. Da wäre vielleicht so eine offene Feuerstelle vielleicht ein bisschen gemütlicher. Futon brauchen wir. Ach, guck mal. Müssen wir noch ein bisschen Baumwolle pflücken. Sonst können wir hier gar nicht groß was schaffen. Oder ein paar Schäfchen scheren. Wir brauchen auf jeden Fall noch hiervon welche. Vier Stück vielleicht nicht. Einer hätte es auch getan. Aber dass man zumindest schon mal ein bisschen was hat, ne? Eine Uhr wäre auch denkbar. Ja, guck mal. Ein paar japanische Gerichte. Können wir sogar noch einen machen. Hier müssen wir wirklich tatsächlich noch ein bisschen mehr freischalten. Bücherstapel, wird auch mal was. Ja. Nehmen wir davon noch welche mit. Und noch ein paar Geta wären auch ganz cool. Haben wir sogar noch welche in der Tasche. Was haben wir denn noch für themenmäßigen Schmuck, den wir hier platzieren könnten? Konkreterweise. Ach, hier, guck mal. Monster-Reliefs können wir verschiedene machen. Heldenboden-Relief. Schatzberg und all das Ganze hier. Schöner Wandschmuck. Müssen wir Blumen hier pflanzen und platzieren. Fotoframe. Können wir ja leider nicht unendlich bauen von. Das ist immer so ein bisschen schade, ne? Dass wir da dann reglementiert werden. Bild einer schönen Frau, das ist auch was. Überleg gerade, ich kann jetzt mal das Jungzimmer hier auch einfach mal freischalten, ne? Namensschild, glaube ich, baue ich auch nochmal eins. Haben wir aber auch noch 6 Stück insgesamt. Mit dem Magneten wollte ich auch bald mal was versuchen zu schaffen. Da müssen wir alles noch freischalten. Ich gucke jetzt einmal noch mal so durch. Bin mir aber nicht sicher, ob wir da noch viel mehr finden. Man könnte vielleicht noch einen Tisch und sowas hier bauen. Komm, Chabudai. Ich glaube, damit habe ich, wie gesagt, auch schon welche im Inventar. Das platzieren wir jetzt aber erstmal. Schade, dass wir keine Futon hier hinstellen können. Ich glaube, ein Kleiderschrank reicht, ne? Ne, lieber einen kleinen Tisch noch. Oder vielleicht ein Podest oder irgendwas, was hier einigermaßen hinpasst noch. Moment. Kann man auch so einen Holzhocker nehmen und da was draufstellen? Geht das?
nee, ich wollte sonst... Nee, gut, dann müssen wir einen Tisch nehmen, wenn ich das nicht auf Hocker rauftun kann. Nee, Stein passt hier nicht hin. Kann ich das hier nicht platzieren? Na gut, komm. Ist egal. Den Kamin könnte ich doch vielleicht hier hinhauen. Irgendwie. Wenn wir da das irgendwie noch einpassen. Dann wird er hier mit eingearbeitet so ein bisschen. Ja, kann man machen, ne? Hier könnte man irgendwie noch einen Schlafbereich mit separieren. Ich überlege gerade, ob das sich das lohnt. Hier groß noch. Ah, das zu separieren ist, glaube ich, nicht so sinnvoll, ne? Wir haben hier auf jeden Fall noch die Türen da oben. Was ich überlegt hatte. Ob das jetzt sinnvoll oder ist oder nicht. Müssen wir gleich mal klären. Moment mal. Wir kommen nicht durch, wenn das so ist, oder? Doch, doch, das geht noch. Ah, okay. Perfekt. Dann kommst du hier rein. So, komm. Ah, ah, ah. Den haben wir wieder raus. Wobei, nee, komm. Ich mach erstmal den Block da richtig. Ah, wo ist es denn jetzt schon wieder? Man sucht sich ja echt immer dumm und dämlich in dem Menü. Bis man dann letztendlich auch das findet, was man braucht. Nee, ich mach das so. Wartet. Kommt hier nämlich Futon noch hin? Bis hier. Es wird ein abgegrenzter Bereich. Und ihr werdet vielleicht gleich schon verstehen, wie ich das meine und machen mag. Um da so ein bisschen dem Raum noch Tiefe zu geben. Vielleicht, wobei nicht Tiefe, sondern das alles so ein bisschen noch mehr nutzbar zu machen. Hier könnte man sich das vorstellen, kann eigentlich so bleiben, nur mit einem Treppenaufgang hier vielleicht dann. Davon brauche ich keins mehr, das bleibt auf der anderen Seite auch anders dann. Moment. Geht das hier hoch, aber ein bisschen Futon. Sie läuft da hinten schon raus. Erstmal kurz das hier woanders hinstellen. Einfach mal hier. Na komm. Schwebt jetzt, aber ist auch egal. Was ich jetzt noch brauche, ist der Paravent. Wo haben wir ihn? Da. Hier könnte man einen Schlafbereich machen. Vielleicht dann das davor irgendwie mit. Wobei, nee. Ich könnte mir vorstellen, dass man dann hier sowas hinmacht. Und da kann man dann Kleidungsstücke reinmachen. Passt das dahin? Muss ich erstmal reintun. So irgendwie Schuhe, was weiß ich was. Ne? Und dann hier kommt dann das Bett davor. Ich habe jetzt leider auch keine Futons. Entsprechend muss ich erstmal mit Standardbetten hier kommen. Oder nee, warte, wir machen immer die Matten dahin.
Na, so, dass man hier die Futons hat. Hier könnte man vielleicht auch noch irgendwas hinmachen. Moment. Will ich die abbauen? Ja, ich baue die, glaube ich, mal ab. Die Werkbank. Da oben fehlt noch ein Block, meine Güte. Von der Beleuchtung her können wir vielleicht hier jeweils einen hinmachen noch. Ja, das geht. Was vielleicht sonst noch zu machen wäre, wir könnten hiermit vielleicht... Sowas könnte man aber auch hier noch machen, ne? Also Art offenes Geländer. Bis dahin geht's dann hier hoch. Hier könnte man auch noch irgendwas hinkleistern. Irgendein Schrankelement oder Bücherregal. Man soll ja auch lesen können. Hier vielleicht Bücherregal, hier was anderes. Fällt uns da irgendwas Schönes noch auf? Was wir da hinmachen könnten? Ich sehe jetzt gerade nichts, was da irgendwie... Kann man auch so... Das sind halt so Schachteln, die da so platziert sind. Egal. Was wäre hier noch denkbar? Ein Tisch vielleicht? Ein länglicher? Haben wir doch bestimmt. Wir haben noch so viel gebaut. Hier ist ein Altar. Ein Altar sollte das nicht sein. Auch nächstes Eisen. Eine Bank wäre jetzt vielleicht auch nicht ganz angebracht. Ich glaube, ich habe die ganzen Tische schon woanders hingeklatscht. Kann das sein? Ich glaube schon, ne? Muss ich wohl doch wieder die Werkbank rausholen, oder was erwartet das Spiel von mir? Scheinbar schon, ne? Also nochmal. Kann ich denn hinhauen? Hier. Ja. Ah, Shido! Rede nicht mit mir. Ich will was herstellen. Genau. Da gehen wir jetzt nochmal auf die ganzen Sachen. Wo haben wir denn? Ach, eine Badewanne. Wir können auch noch ein Badezimmer machen. Oder hier. Ah, Items zum Verkaufen müssen wir verkaufen. Das wäre auch noch cool. Kabinett. Vielleicht auch sowas. Da kann man Dinge verstauen. Halt, ich wollte es auch natürlich nochmal herstellen. Aber wie gesagt, da sind wir ein bisschen angebunden mit. Vielleicht, wenn man dann hier eins, da eins macht. In die Mitte noch einen Schrank. Oder vielleicht eher... Auch noch so eine Anrichte. Da ist dann ein Gericht, keine Ahnung. Das kann man ja frei nach Wunsch noch gestalten. Das wird natürlich jetzt nicht als Zimmer gewertet, weil wir das jetzt hier noch als Durchbruch haben irgendwie, ne? Aber da würde dann vielleicht der Hausherr oder irgendein Ehrengast wohnen können. Ich lasse das jetzt erstmal so. Die Schuhe sind für den Restaurantbereich noch, weil man ja da... Immer dann in entsprechendes wechselt hinter dir vor den Türen. Das ist so eine. Nicht sehr sinnvoll. Ja. So, ne? Die Schuhe, die dann da gewechselt werden. Was man jetzt noch machen könnte, ist hier vielleicht irgendwie. Die Flaschen müssen weg. Das kommt auch weg. Stattdessen könnte man hier ja vielleicht irgendeine Art von Ablage machen. Ich denke mir da vielleicht sowas wie... Ah, komm. Das soll als Tisch jetzt fungieren. Bisschen hochgelagert. Müsste ein bisschen niedriger sein, ne? Sei es drum. So ist es gedacht. Hier ist natürlich jetzt auch noch nichts. Hier hat nur jemand Angst. Warum auch immer. Haben wir hier auch noch gar keine Fenster, ne? Untergeschoss.
Wäre doch eigentlich ganz gut, oder? Wenn wir hier dann noch... Wie hatten wir das denn hier oben gemacht? So, ne? Ja, da ist natürlich nicht wirklich was zu sehen. Ja, jetzt ruiniere ich wieder einen Großteil von dem, was gebaut wurde, aber wir müssen es ja irgendwie machen. Ich glaube dann... So, ne? Ja. Ist als immer noch als Dining geltend, dann haben wir auch nichts falsch gemacht. Moment. Jetzt sitze ich hier schon wieder. Hier könnte man dann, wenn man das irgendwie, ich weiß nicht, ob wir das irgendwie darstellen können, eine Speisekarte oder so wäre ganz cool. Ich hatte doch noch diese hier. Die Tische passen eigentlich viel besser da rein. Dann Sitzkissen rumherum. Und hier dann die Speisen auf Tischen. Aber wie gesagt, liebe Leute, das müssen wir nicht jetzt machen. Das können wir auch später irgendwie machen. Ich mache jetzt noch eigentlich eine Sache machen. Eine Sache mache ich noch machen hier. Wir können ja ein paar Spirituosen oder was auch immer das ist hier. Da, guck, da wird gesoffen. Ja, auf dem Feld schon die Hälfte auf dem Boden. Das kann man dann noch entsprechend gucken. Wandbehang könnte man noch machen. Ja. Hä? Sieht doch schon nach was aus. Könnte man hier eigentlich auch noch einzeln machen. Da könnten aber auch genauso gut Fenster noch Platz finden. Halt. Geht ja sogar hier, ne? Wenn euch noch was einfällt, was man sonst hier noch Schönes hinmachen kann, ihr lieben Leute, dann haut damit raus. Und das wird dann auch gemacht. Aber vorerst bin ich eigentlich schon ganz gut zufrieden damit. Das gefällt mir, gefällt mir, gefällt mir, gefällt mir. Jetzt braucht es nur noch einen Namen. Und dafür muss ich wieder an die Werkbank. Ich muss mir mehr Werkbänke bauen. So. Das können wir beschriften, ne? Da kommt der dann meist natürlich auch das Menü mit drauf. Ich klatsche das jetzt mal noch einen Weg nach oben. Kann hier sein. Da es ein Restaurant ist, kann man gleich von hier draußen gucken. Kann ich das schreiben? Kriege ich eigentlich... Kanji kriege ich nicht hin, ne? Mal ganz was gucken, ne? Kann er nicht... Ich hätte dann nämlich... Ich kriege aber nur... Ich kenne nur Kana. Ah, Soka, Soka. Shima. Einzige Kanji. Ich hätte das gerne in Kanji geschrieben. Also in den chinesischen Schriftzeichen. So kann ich das leider nicht in der Form machen. Hab mir aber überlegt... Ich will es trotzdem, weil es ein japanisches Etablissement ist, schreibe ich das jetzt einfach mal in Hiragana und ich werde das Kanji, was ich mir ersonnen habe, dann noch einblenden. Denn ich möchte dieses Restaurant, das ist ein japanisches Restaurant, also Washoku, japanische Küche, das schreibe ich jetzt aber nicht. Und ich taufe es auf einen Namen von einer Zuschauerin, die jetzt immer fleißig kommentiert unter jedes Video und das will ich ja irgendwie auch, diese ganze Arbeit, die beim Kommentieren Tieren rauf geht, will ich jetzt auch mal würdigen, die liebe Marion. Und ich habe mir überlegt, Marion, dein Name kann man auch richtig schön im Japanischen schreiben. Ich habe mir auch Kanji-Kombinationen da ausgedacht, wie man es vielleicht einigermaßen schick hinkriegt, aber ich kann keine Kanji machen, deshalb schreibe ich es jetzt in Hiragana. Und ich werde die Kanji dann einblenden und euch das jetzt erklären. Also Mari heißt auch Wahrheit, Wirklichkeit, dann On, also Mari On, On ist Barmherzigkeit und Ja für das Geschäft, den Laden, also Mari On, also die Barmherzige Wirklichkeit ist
vorzüglichen Geschmacks. Passt perfekt. Marion, ja, die Zeichen, wie gesagt, müssten eingeblendet sein. So sollte es eigentlich darauf stehen. Jetzt steht es so da. Und so haben wir die erste Widmung. Ich hoffe, es gefällt dir. Und ja, wenn nicht, dann, wenn du was anderes haben willst, dann kann man es auch noch umbenennen, kann man dir was anderes noch sagen. Und ich wollte jetzt jedenfalls zeigen, dass, wenn jemand was postet immer, dann wird es auch gewürdigt nach der Zeit. Kommentare werden halt entsprechend auch beantwortet und gewürdigt. Ja, hier könnte man dann eigentlich auch ganz cool, warte mal, einen Steckbrief oder sowas machen, wenn man hier so eine Wandrolle hinmacht oder so ein Bild, ne? Vielleicht mit einem Bild besser? Aber da müssen wir mal gucken, nee, das, ich kann ja einfach mal eins hinhauen. Nee, geht es nicht? Ah, ich kann nicht mehr davon, das ist schade. Geht leider nur eine begrenzte Anzahl, müssen wir die anderen mal wegreißen. Ich will mir das jetzt von oben noch einmal angucken, wie es aussieht, wenn wir da oben auf den Berg hinabblicken. Und dann war es das auch schon, dann haben wir genug an dem Restaurant gebaut. Das ist dann erstmal vorerst in dieser Form abgeschlossen. Und wir können uns dann um das nächste Gebäude kümmern. So sieht es aus. In der Unteretage können wir noch ein paar Fenster reinmachen, das ist klar. Aber ich denke, das ist schon ganz schön ansehnlich. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, der Bau. Und vielleicht dann wird hier noch was entstehen und dann die Farm und noch weitere Gebäude. Das sei gesagt, damit verabschiede ich mich in dieser Folge auch von euch und beim nächsten Mal geht es dann noch weiter. Bis dahin, bleibt gesund und munter, gehabt euch wohl und Sido, ja, in Ego-Sicht, ne? Auf Wiedersehen.